Morgen am Tag des JLPT. Ich bin erstaunlich nicht aufgeregt, aber trotzdem ein bisschen aufgeregt. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich denke nicht zu viel darüber nach, glaube ich. Es ist jetzt kurz vor 10. Der Test beginnt um 12.30 Uhr. Wir haben jetzt in Ruhe gefrühstückt. Ein bisschen später, damit wir nicht so schnell wieder Hunger kriegen. Denn das Ganze ist zeitlich einfach super doof getimed, finde ich. Bei den niedrigeren Niveaus bis N3 ist es so, dass man ja 3 Teile hat. Aber ab N2 gibt es nur noch 2 Teile und die ersten beiden sind zusammengefasst. Und dadurch hat man einfach 2 Stunden Test am Stück und man darf in diesen 2 Stunden nichts essen und nichts trinken. Und diese 2 Stunden sind von 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Und ich finde, das ist halt maximal dumm gemacht, weil das ist genau meine Mittagsessenzeit. Deswegen haben wir aber echt gut gefrühstückt und uns alles an Vitaminen und gesunden Nahrungsmitteln reingeknallt, was so geht. Wir haben sogar so einen Vitamin-C-Drink getrunken, den man hier in Japan an jeder Ecke bekommt. Diese ganzen Vitamin-Drinks, einfach damit keine potenziellen Krankheitsgefahren kommen oder so. Und wir werden jetzt gleich in einem Kombini nochmal ein Onigiri, ein Soyjoy, vielleicht ein Smoothie oder sowas kaufen, was dann mehr oder weniger unser Mittagessen ist, damit wir halt bis 16.15 Uhr, glaube ich, überleben. Zu Hause und haben den Test hinter uns gebracht und ich dachte, wir reden einfach mal direkt ein bisschen rüber, auch zusammen. Vielleicht ist das nochmal ein bisschen interaktiver dann sozusagen. Hallo. Das Erste, was ich immer nicht ganz verstehe, ist, wir waren beide an komplett unterschiedlichen Orten. Das war auch schon beim letzten Mal, wo wir den JLPT hier in Japan gemacht haben, so. Ich weiß nicht ganz, woran es liegt. Wir melden uns halt individuell jeder an. Also das kann man online machen und wir haben jeder eine eigene ID. Wir sind jeder fast eine Stunde unterwegs gewesen dahin. Also in die unterschiedliche Richtung. Bei mir war es so, ich bin nicht von dem Bahnhof dann zu Fuß gekommen, der bei mir auf dem Voucher drauf stand, weil das halt eine kompliziertere Verbindung gewesen wäre für mich. Deswegen bin ich einen relativ entspannten Weg gelaufen. Aber du bist so gelaufen, wie der Voucher es angezeigt hatte. Ich bin genau auf der Strecke lang gelaufen und da waren auch überall Leute, die dir gezeigt haben, wo es lang gehen soll, und überall Leute, die andere Leute angeschrieben haben, die einfach so über die Straße gegangen sind und nicht auf die Ampel gewartet haben. Ja, also da sind, glaube ich, so, wie sagt man, wie so Aufseher, Ordnungsmenschen. Witzigerweise haben sich alle Japaner, die in den Autos saßen, wo wir langgelaufen sind oder langgelaufen sind, haben alle so ein bisschen geguckt, hä? Ja, was ist das hier für eine Ausländerversammlung? Und wenn man dann vor Ort ist, ist eigentlich auch meistens relativ gut ausgeschildert, wo man hin muss. Man hat auch auf dem Voucher das Gebäude und das Zimmer draufstehen. Und dann hat man halt eine Nummer und an den Türen von den Zimmern gibt es dann halt so einen Sitzplan. Da muss man halt gucken, wo seine Nummer ist. Ich saß dieses Mal voll weit vorne, was ich für den Hörteil wirklich sehr gut fand. Ich saß ganz hinten im Eck vor der Tür. Ja, das hatte ich letztes Mal. Das ist nett für die Pause eigentlich. Ja, für die Pause ist geil. Also es hat beides seine Vor- und Nachteile. Da sind so viele Leute, die da arbeiten. Ich glaube, bei uns im Raum allein hatten wir 6 Leute. Irgendwo müssen die 7.700 Yen, die man bezahlt, auch hingehen. Ja, aber bei uns waren wirklich 6 Leute, die da halt Dinge verteilt haben, angesagt haben, etc. Aber ich fand 6 Leute für die Menge an Personen relativ wenig. Ja, es sind viele Leute. Also das ist ein Unterschied zum Beispiel zum JLPT in Deutschland. Ich habe den damals in Stuttgart schon mal gemacht und da sind vielleicht 20 Leute in einem Raum. Und hier hast du, keine Ahnung, bestimmt mehr als 200. Ja, also das ist komplett der Unterschied und dadurch ist der Organisationsaufwand natürlich auch sehr viel größer. In Stuttgart damals hatten die, glaube ich, 2 oder 3 Leute in dem Raum für die 20 Leute und das war gefühlt schon viel. Der Test ist in mehrere Teile unterteilt. Bei mir waren es jetzt 2 Teile, weil bei mir Kanji, Vokabeln, Grammatik und Lesen zusammen ist und dann gibt es nochmal den Hörteil extra. Bei dir ist das Ganze in 3 Teile aufgeteilt. Also ich habe den N4 gemacht, vielleicht dafür nochmal als N2, genau. N4. Genau, und bis N3 ist es halt so, dass man 3 Teile hat und der erste Teil ist Kanji und Vokabeln oder auch schon Grammatik? Nur Kanji und Vokabeln. Kanji und Vokabeln, der zweite Teil ist Grammatik und Lesen und der dritte ist Hören. Bei jedem Teil, also dreimal, muss einer rumgehen
dein Gesicht angucken und bestätigen, dann geht er wieder nach vorne, dann wird gewartet, dann kommt er wieder und teilt die Antwortbögen aus, dann geht er nach vorne, wird gewartet und dann teilt er die Frage, also die, Die Fragebögen, ja, also teilt er dann aus und dann wartet man, bis sie sagen, okay, let's go. Ja, genau. Und also das ist ein Test auch dafür, wie viel man warten kann. Ja, es ist einerseits ein Geduldstest, aber andererseits auch ein Verhaltenstest. Habe ich das Gefühl. Ja. Also sie sagen halt so viel die ganze Zeit an und sagen die ganze Zeit, mach dies nicht, mach das nicht. Und trotzdem gibt es Leute, die das nicht hinkriegen. Und dann gehen sie nochmal zu den Leuten einzeln hin und sagen so, hey, kannst du das und das machen? Und manche Leute verstehen das nicht. Ist es bei dir sicherlich fast noch mehr gewesen? Dieses Mal war es weniger als letztes Mal. Aber es gibt immer noch Leute, die, wenn ihnen gesagt wird, sei leise, weil der Typ gerade was vorliest und dann halt weiter labern, hat der Typ einfach relativ schnell gesagt, okay, gelbe Karte. Das kann ich bei N4 ja noch verstehen. Das Ding ist, es gibt solche Leute auch beim N2. Ich hatte die Situation, oder nicht ich, aber in meinem Raum gab es die Situation, dass einer von den Aufsehern rumgegangen ist und zu einer Person gesagt hat, hey, deine Seidelkarte, also deine Aufenthaltskarte, was halt wie der Ausweis sozusagen für Ausländer hier ist, die kannst du wegpacken, die brauchst du jetzt nicht. Und die Person hat das halt nicht verstanden und er hat es mehrmals versucht, auf unterschiedlichen Wegen diese Person zu erklären und dann hat er halt literally gesagt, ah, du sprichst kein Japanisch. Beim N2. Und ich dachte mir so, Mann, Alter, die Person kann eigentlich nach Hause gehen. Ansonsten zu dem Test selbst, wir haben es eben schon erwähnt, es gibt halt einen Antwortbogen sozusagen, da stehen halt die ganzen Fragen aufgelistet und die Antwortmöglichkeiten und man muss die dann halt ausmalen. Und es gibt dann halt extra nochmal den Fragebogen. Ich glaube, das ist das beste deutsche Wort. Ja. Da stehen halt dann Aufgabenbogen. Da stehen auf jeden Fall die Aufgaben drin und die Fragen dazu und die Texte, die man lesen muss und alles. Was ich nicht verstehe, dieser Bogen, auf dem man die Antworten markiert, der ist so gestaltet, dass der maschinenlesbar ist. Ja. Und ich verstehe nicht, wie so dieses Ergebnis 2 oder mehr Monate braucht. Das muss einer nur in so ein Leseding reinschieben. Fertig. Es braucht ja nur ein bisschen mehr als einen Monat, weil ich glaube, irgendwann im Januar können wir die Ergebnisse schon sehen. Aber das Ding ist halt, weil sie teilweise, habe ich gehört, das jetzt wirklich Gerüchte, aber weil sie teilweise noch evaluieren, ob alle Fragen, die sie gestellt haben, unproblematisch oder ob es auch irgendwo, wenn sie merken, so irgendwo haben alle was falsch gemacht, dann überlegen sie, ob die Frage damit reinziehen. Ja, ob die Frage rausgenommen wird. Okay. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Das habe ich nur mal irgendwo gelesen. Es steht auf jeden Fall in den Tests immer drauf. Es kann sein, dass hier Fragen dabei sind, die nicht mit reinziehen. Ah ja, dann vielleicht, Das steht tatsächlich drauf. Ansonsten, wie war dein Gefühl? Also, beim letzten Mal im Sommer war mein Gefühl richtig, richtig schlecht, weil ich halt so viel Zeit mit Kanji und allem vertrödelt habe, weil ich halt so wenig Kanji auch wirklich wusste, dass ich halt fürs Lesen gar nicht genug Zeit hatte und halt 2 oder 3 Texte nicht gelesen habe. Deswegen habe ich in weiser Voraussicht dieses Mal das anders gemacht. Ich lese halt generell sehr langsam, egal in welcher Sprache, und habe halt deswegen direkt mit dem Leseteil angefangen, weil bei mir alles zusammen ist, muss ich mir die Zeit halt eben entsprechend selber einteilen. Und also ich habe natürlich genauso viel Zeit, glaube ich, Pi mal Daumen, so wie du, halt nur an einem Stück. Ja. Ich habe mir aber auch ein Zeitlimit gesetzt, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich bis dahin nicht durch bin, mache ich erstmal Kanji-Aufgaben, weil das ja bei mir extra gewertet wird trotzdem. Und ich halt natürlich sonst halt dort Punkte verliere und ich brauche in beiden Teilen genug Punkte. Und deswegen habe ich an dem Zeitlimit aufgehört. Da hatte ich ungefähr 2/3 von den Leseaufgaben geschafft. Und dann habe ich halt erstmal Kanji, Vokabeln und Grammatik gemacht, bis ich zu der allerletzten Aufgabe gekommen bin. Da hat man auch nochmal so einen Text und da muss man halt die richtigen Wörter oder Grammatiken einsetzen. Und dafür brauche ich immer viel zu viel Zeit, weil das ist für mich super anstrengend, das zu lesen und zu verarbeiten und zu überlegen, welche Antwort passt da rein. Deswegen habe ich das erstmal sein lassen und erstmal die restlichen Leseaufgaben dann gemacht, weil ich mir da mehr Punkte erhofft habe. Und dann hatte ich am Ende noch ganze 3 Minuten für diese letzte Aufgabe mit dem Einsetzen und habe es halt wirklich gerade so geschafft. Also als ich den Stift weggelegt habe, hat er direkt in der Sekunde gesagt, so ja, Ende. Ich war so, gerade so geschafft. Ja, gerade so. Und danach halt noch den Hörteil, der war an sich, ja, also da mache ich mir nie Gedanken, dafür übe ich auch nie. Insgesamt
habe ich daher ein sehr viel besseres Gefühl als beim letzten Mal. Ich bin mir aber trotzdem unsicher, ob es zum Bestehen reicht. Das werden wir dann im Januar oder so erfahren. Wie war's bei dir? Schwierig. Also vielleicht den letzten N4, den ich gemacht habe, habe ich um einen Punkt nicht bestanden. Das war ja auch der Grund, warum du jetzt gesagt hast, du machst es nochmal. Fast wirklich Glück war, diesen einen Punkt halt zu haben oder nicht zu haben. Jetzt ist die Situation aber so, dass ich für den N4 verhältnismäßig spät angefangen habe zu lernen und versucht habe, sehr viel in sehr kurzer Zeit für den N4 zu machen. Also beim letzten Mal im Sommer. Beim letzten Mal im Sommer. Dieses Mal habe ich deutlich weniger intensiv gelernt als das letzte Mal. Mhm. Dafür halt aber auch länger halt mich mit den Dingen beschäftigt. So. Mhm. Und du hattest ja schon ein bisschen mehr Basis dadurch aber auch. Ja, klar, ja, auf jeden Fall. Ich weiß es aber nicht. Ich habe mich voll auf Kanji konzentriert, weil das war meine Schwäche. Und es kam kein einziges von denen dran, die ich gelernt habe. Das ist echt ärgerlich. Das ist mega ärgerlich. Man hat auch nur so eine Handvoll Kanji-Aufgaben dann, ne? Und dann denkst du, man lernt so hunderte von Kanji. Ach, und dann sitzt du diese Handvoll und du denkst dir so, ja. Insgesamt, letztes Mal habe ich tatsächlich gesagt 50-50 Chance, ob ich bestehe oder nicht. Und dann war es halt genau der eine Punkt. Also meine Einschätzung also war relativ... wirklich 50-50. Meine Einschätzung war wirklich relativ gut. Ich würde fast sagen, dass ich doch ein bisschen mehr confident dieses Mal bin als letztes Mal trotzdem. Aber nicht wegen den Kanji, sondern wegen dem generellen Verständnis. Allerdings, ich weiß es, also ich keine Ahnung, wirklich keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist und bei den anderen Leveln, aber bei mir ist es so, ich muss in allen drei Teilen um die 30%, ein Drittel oder sowas haben. Also es ist eine bestimmte Punktzahl, die man braucht. Und insgesamt brauche ich die Hälfte. Ich glaube, es ist ähnlich in allen Leveln, aber es ist trotzdem ein bisschen unterschiedlich. Also, aber so, das ist so der grobe Richtwert und ja, ich glaube, es könnte reichen, aber ich weiß es nicht. Für euch ist der erste Advent schon vorbei, wenn ihr das Video seht, aber für uns ist heute der erste Advent und deswegen machen wir uns jetzt nach dem ganzen JPT-Aufregungstag einen entspannten Abend mit ein bisschen Weihnachtssüßigkeiten, unserem improvisierten Adventskranz und einem Weihnachtsfilm. Und damit beende ich das Video. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert, lasst einen Daumen nach oben da und vor allen Dingen auch einen Kommentar gerne. Und dann sehen wir uns morgen wieder.